Im heutigen Video befinde ich mich in Mario 3D World, dabei in der Ego-Perspektive. Dort muss ich Gegner abknallen, um Punkte zu generieren. Und von Welle zu Welle werden es mehr Gegner. Es folgen aber noch 5 weitere kostenlose Mario-Spiele, wie beispielsweise das von Fans gemachte Paper Mario 3D Land. Und das erste Game, worauf ich gestoßen bin, ist Super Mario FPS. Das ist quasi 3D World, aber in der POV-Perspektive. Und das sah von den Vorschaubildern her eigentlich ziemlich interessant. Oh, ich soll mir ein Username erstellen? Keine Ahnung, wir nehmen einfach mal Adonis360. Lobby Name Pillermann. Wow! Alter, was? Ist das ein Schuss? Moment mal. Ja. 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 Ah. Aua! Aua! Was ist passiert? War das im Knochen trocken? Oh lol. Ich werd ja von Gegnern attackiert. Aua! Ja! Sehr funny. 100 Punkte für Gryffindor. Ja, das ist doch ganz interessant, was wir hier tun. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Wow, gelber Gumba. Das war einfach ein shiny Gumba. Selbst Odyssey-Figuren kommen mir vor. Okay. Kann ich durch die Röhre? Natürlich kann ich durch die Röhre. Wie cool ist das denn bitte? Wow. Game over? Warum bin ich in Game Over? Bro, da war nur ein Galumba. Der hat mich nur von der Seite angekitzelt, aber nichts Besonderes gemacht. Okay, die Frage ist es natürlich, wie wir es jetzt lebend irgendwie zum Ziel schaffen. Guck mal, hier kann man normalerweise mit einer Katzenglocke schön hochklettern, ganz ohne Probleme. Und hier müssten wir mit einer Röhre rüberkommen. Oh, das Level wurde umgebaut. Also es ist nicht das standardgemäße 3D-World-Level. Endet das Level hier schon? Das Level hat hier schon Ende gefunden? Ich dachte, das würde jetzt ultra lang gehen. Das ist ja nichts. Nee, wir sind auch nicht in der Lage, irgendwie einen Wandsprung oder sowas in der Art zu machen. Ach so, ich sehe es jetzt unten. Links. Welle 3 haben wir mit 1100 Punkten. Das bedeutet, wir müssen verschiedene Wellen überleben. Ja, okay. Alter, ich bin einfach Sniper-Schützen. EP! Ich wünschte mir, ich könnte sehen, wo die ganzen Gegner her spawnen. Kann es sein, dass die Stachis am Schielen sind? Das sieht übel so aus, wenn die so auf mich zugerannt kommen. Wow! Okay, ich bin nirgendwo mehr sicher. Ich muss laufen. Überall können die Gegner jetzt spawnen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber das Game macht ganz schön viel Spaß. Woo! Spring rüber! So, vorsichtig, Mario. Wir befinden uns im Krieg, wo überall irgendwas spawnen kann. Ohne Probleme, Galumba, hi. Alter, wenn das Mütter sehen, werde ich auch schon wieder von YouTube Kids entfernt. Ich verherrliche Ballerspiele in einem Mario-Game, Freunde. Bitte nicht. Junge, ich bin der glücklichste Junge der Welt. Wow! Das ist ganz schön kurios auf uns zuge... Game over? Woran bin ich verreckt? Naja, mein PC ist gerade ganz schön am Arbeiten. Auf geht's ins nächste Game. Alles klar, das nächste Game ist, wir werden jetzt Casino-Streams verherrlichen und schauen dementsprechend heute in ein Casino-Mario-Game raus. Muss ich hier einfach draufdrücken? Ich muss doch auch irgendwas... Ach so, ich muss die Leertaste drücken, um zu... Nein, pausieren. Alter, wenn das so weitergeht, werde ich mein ganzes Geld hier in diesem Casino lassen. Okay, ich werde jetzt so lange spielen, bis ich ein Dreierpaar habe. Die Ananas? Oh no. Ananas, Wassermelone und was ist jetzt? Und eine Chilischote. Nein, wir hatten fast ein Zweierpaar zumindest mal. Okay, die Chilischote auf der 1. Die Chilischote auf der 2. Okay, puh. Jetzt schreibt einmal sehr, sehr nette Worte in die Kommentare und wünscht mir Glück für den dritten Slot. Nein! Aber ich sage nein zu Glücksspiel und deswegen beenden wir dieses Drecksgame auch langsam mal. Das nächste Game sah im Vorschaubild ultra spannend und insane aus. Und zwar Paper Mario 3D Land. Alter, das sieht so insane aus. Was zum heiligen Bimanius passiert hier? Welt 1, Level 1. Und wir sliden dann noch das erste Mal jetzt in Paper Mario 3D Land rein. Wie kann man sich das denn vorstellen? Okay, vorsichtig rüber, Mario. Wir kriegen das hin. Das ist gar kein Problem, was hier passiert. In Paper Mario freaking 3D Land. Was ist das für ein geniales Game? Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir heute so ein geiles Game finden. Okay, 16 HP besitzen wir gerade noch und wir müssen 3 Sterne finden. One-Ups sind natürlich immer eine wichtige Sache und wir haben den ersten Green Star eingesammelt. Das ist so schön. Wisst ihr, Freunde, die meisten wissen gar nicht, dass ich einen Zweitkanal habe. Deswegen abonniert sehr gerne den Zweitkanal. Denn dort habe ich dieses Jahr das allererste Mal ein Paper Mario Let's Play. Das könnt ihr euch sehr gerne reinziehen. Okay, zurück zum Thema. Wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Komm schon. Ja! Und hier rüber. Yes, Sir. Also, oh, no, no, no. Da haben wir 3 HP verloren. Ich werde heute wahrscheinlich gar nicht mehr aus dem Schwärm von diesem Spiel herauskommen, weil das so genial umgesetzt ist. Und es sieht so schön aus. Heilige Makri... War das eine Torte? War das ein Torten-Item? Ja! Wir haben eine Feuerblume. Die Feuerblume wird eventuell noch sehr, sehr wichtig werden in diesem Level. Ich kann es nicht sagen. So, Gumma, 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 Gumma. Ja, Baba, ich habe meine... Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich habe einfach meine Feuerblume verloren.
Okay, lang kann das Level nicht mehr gehen. Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass es sogar oben rechts einen freaking Timer gibt. Okay, I'm asking for a school project. Aber wie soll es möglich sein, da oben zum dritten Greenstar zu gelangen? Selbst in diesem Game gehen solche Rätsel weiter, wo man sich fragt, wie das möglich sein soll. Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deswegen müssen wir den Greenstar wahrscheinlich erstmal da lassen. Vor allem, wie lang dieses Level geht. Also hier musst du jetzt irgendwann mal eine Zielgerade aufkreuzen, oder? Vor allem unter dem Fun Fact, dass es hier keine Mittelflagge gibt. Es gibt keine Zielflagge, sondern wie in Paper Mario am Ende in den Stern. Wow, ist das schön! Das ist so schön und gut gemacht! Ich bin begeistert. Vor allem, wie lang ist dieses Spiel eigentlich? Also ich sehe da hinten noch super viele Level. Wir haben jetzt sogar noch ein Untergrundlevel an dieser Stelle hier. Junge, ist das nice. Es ist auch ganz typisch für normale Mario-Games, dass das zweite Level in so einer Welt dann Untergrundlevel wird. Von daher ist es ein sehr, sehr passendes Level-Design fürs zweite Level hier. Und ich habe gerade wirklich so ein fettes Grinsen, weil ich diese Grundidee so schön und cool finde. Ja! Wie soll ich denn sonst darüber kommen? Was ist das denn? Ist das ein neues Item? Das ist ein Maulwurf-Item. Also es gibt selbst ein neues Item hier? Und ich habe das Item direkt verloren. Ich probiere es nochmal. Keine Chance. Ah, die... So, genau. Hier passieren zu viele Dinge in diesem Game, die ich einfach nicht kategorisieren kann, beziehungsweise nicht checke, was überhaupt funktioniert. Mario! Mario, ich liebe dich und ich liebe dich so sehr, dass ich mir wünsche, dass du bitte über diese Stacheln rüberspringst. Danke! Dieses Level ist so verzwickt und groß. Warte mal, also hinter der Piranha-Pflanze habe ich gerade auch so gewisse Dinge gesehen. Ja, keine Chance. Nein, ich bin deaf! Ach so, ich glaube, das hier soll die Mittelflagge darstellen, dieses Schild. Guck mal da drüben. Hinter dieser Piranha-Pflanze ist ein Greenstar. Okay, so weit sind wir bisher noch nie im Level gekommen. Das ist definitiv ein neuer Höchststand gerade. Junge, das ist einfach Kaizo. Alter, das ist das zweite Level und es ist schon ultra schwer. Oh, natürlich geht's jetzt nach oben. Und natürlich habe ich verkackt, weil ich nicht so schnell gecheckt habe, dass es nach oben geht. Aber seht her, ich hatte recht, das ist wirklich die Checkpoint-Flagpole. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass man hier sprinten kann im Spiel. Und vielleicht kann man dadurch... weiter springen, natürlich. Und so kommt man dann auch hier zum zweiten Stern, weil man weiter springen kann. Ich bin Game Over gegangen. Es wird Zeit fürs nächste Spiel. Jeder kennt Plants vs. Zombies, also Pflanzen gegen Zombies, aber heute heißt es Toads vs. Koopas. Denn in diesem Spiel nehmen die Toads die Pflanzen ein, glaube ich. Aber wie genau das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe Plants vs. Zombies noch nie gespielt. Ich bin ehrlich zu euch. Oh shit, der erste Koopa kommt da. Ah, eine Münze. Kommt von da unten an. Wir sammeln diese Münzen einfach mal ein. So ein Turbo-Item. Oh nein. Nein, bitte tut mein Yoshi nicht, nichts an. Nein, 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 nein. Ciao, Yoshi. Egal, wir bekommen das schon irgendwie hin. Okay, der erste Koopa wurde erfolgreich eliminiert. Ich weiß noch nicht, ob ich Münzen sparen soll. Ich glaube, spätestens nach diesem Video sollte ich mir mal Plants vs. Zombies für Sandy runterladen. Oh, jetzt geht's richtig ab. Wir haben da einfach einen Koopa mit einem Helm. Ja, jetzt geht die Luzi hardcore ab und ein paar mehr Münzen wären sehr, sehr praktisch. Vor allem, was ich gerade bemerkt habe, sobald ein Koopa mit Helm ankommt, müssen wir so einen goldenen Pilz dazwischen legen. Oh, so einen goldenen Pilz sollten wir spätestens jetzt dazwischen legen. Oh Mann, was soll ich denn tun? So, wir haben jetzt überall Toads verteilt. Also die Ausgangslage sieht eigentlich relativ gut aus, bis auf dessen, dass zwei Yoshis jetzt weg sind. Ich muss mich viel mehr darauf konzentrieren, wenn Münzen runterfallen. Nein, ein Toad ist weg. Nein. Ich hab verkackt. Hier ist nichts, hier ist kein Schutz, hier ist kein Schutz, hier ist kein Schutz, hier ist kein Schutz. Ein Koopa ist durch, habe ich jetzt verloren? Habe ich das Prinzip von Toads vs. Nein, ich hab verloren. Das ist ja ultra geil, dieses Game. Das ist für mich eindeutig ein 10 out of 10 Spiel. Holy shit. So, wir haben jetzt den nächsten Try, nur dass ich jetzt besser checke, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich habe verschissen, weil ich den Toad in die falsche Reihe gepackt habe. Ist das ärgerlich. Bam, die Formation steht. Überall sind Toads und jetzt können wir Geld sparen, um uns noch krassere Sachen zu holen. Nein, ich habe verkackt. Nein, ein Toad, ein Koopa ist durch. Ein Koopa ist leider durch. Oh Mann, das ist ja voll schwer. Aber sau funny.
2023, das ist sogar ein recht neues kostenloses Mario-Fangame. Eines Tages im Pilzkönigreich. Prinzessin? Ach, Bowser kommt schon wieder und will... Ach, das kann doch nicht sein, dass Bowser schon wieder da ist. Au, Peach hat einen Plan, die Süße. Es kann doch nicht sein, dass Mario und Luigi die Kacke schon wieder regeln müssen. Junge, das sieht sau nice aus. Es hat so einen ganz eigenen Stil, finde ich. Lol, wir haben sogar so einen Drehsprung zur Verfügung. Also dieses Game soll wohl noch so richtig groß werden, habe ich gesehen. Zumindest war das in der Yo, voll kreativ mit der Röhre nach unten. Es war absolut unnötig, weil man höher springen kann. Oh, wir haben den ersten Green Star. Sogar mit Custom-Musik. Das ist cool. Lol! Sogar mit einem Wandsprung, obwohl es so einen 2D-Stil hat. Okay, was finden wir hier in dieser glasigen Röhre? Also, dieses Mario-Fangame verbindet einige Elemente miteinander. Ist halt quasi wie ein neues 2D-Mario. No! Aber halt mit allen Elementen, die bisher in verschiedenen Mario-Games irgendwann aufgekreuzt sind. Yes, yes! No! Okay, wir sind klein geworden, leider. Aber wir haben es schon mal hier rüber geschafft. Oh, das ist halt echt crap, weil... Nein! Oh Mann, was ist denn oben links? Weil ich spiele halt mit Maus und Tastatur und das ist der größte Rotz. Wir müssen sowieso nach oben. Also das bedeutet, der reguläre Weg, der ist nicht mal hier unten entlang, sondern wir müssen sogar oben links langlaufen. Wir werden anscheinend vom Game gezwungen. Ja, real, das ist auf jeden Fall ein sehr brutales erstes Level. Ich hab den Sprintknopf gefunden. Problem an dem Sprintknopf ist, der liegt auf Z und ich springe mit X. Weil ich glaube, auf der amerikanischen Tastatur sind die beiden Knöpfe nebeneinander. Ja, kacke. Naja, wir gehen erstmal diesen Weg hier nach oben, aber es bringt uns gar nichts, weil wir diesen Kack-Switch finden müssen. Oh no, wir sind trotzdem... Ah, nee, wir sind noch nicht oben angekommen. Whoops. Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Ich darf jetzt so nicht sterben! Aber ich habe es tatsächlich rüber geschafft. Ich fasse es nicht. Boah, das ist die größte Crap-Steuerung. Aber somit haben wir auch den ersten Stern. Geil. You got a star. Ach so, das ist quasi ein Open-World-Game. Und jetzt endet das Level? Ach so, zieht euch das mal rein. Das ist ein Open-World-2D-Spiel. Ja, sobald wir irgendwo einen Green-Star einsammeln in einem Level... Ah, oh, ist das schön. Achso, wir sind jetzt im Peach-Schloss angekommen. Toadi, was geht, Meister? Real Talk, das ist einfach Mario 64 in 2D, aber wir haben hier noch eine wunderbare Schlüsseltür. Achso, wir sind, glaube ich, im ersten Raum angekommen. Wo geht's hin? Oh, Luigi! Hi, Meister! Na tolle, wo ist Luigi? Luigi, der faule Sack, will sich hier ausruhen, während wir mal wieder die ganze Drecksarbeit machen können. Geil! Achso, hier oben ist ein Schlüssel. Wir sollten den Schlüssel, glaube ich, besser mitnehmen. Find's auch immer wieder schön, wenn der Schlüssel einfach größer als Mario selber ist. Tja, und auf geht's in die Tür! Achso, und jetzt haben wir hier den nächsten Green Star gesammelt. Alter, das ist so genial! L is real 2041, okay? Also, Freunde, Super Mario Open ist ein sehr empfehlenswertes Fangame. Und ich glaube, man kann super viel Spaß hier drin haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Freunde, wir kommen zum absoluten Highlight heute und zu meinem persönlichen Favoriten, Mario Pissing. Also, Mario ist am Pinkeln. Also, wir sind mitten auf einer Insel und unser Ziel in dem Game ist es, dass Mario pinkeln geht. Also, wir haben ein Item-Menü, Skill, Equip. Wir können sogar das Game speichern. Oh, this is a nice spot to take a piss. I'm take a piss. Gumma! Oh, ist der Gumma jetzt wütend auf mich? What the hell are you? Was zur Hölle machen wir jetzt gerade? Gumma, wenn es raus muss, muss es raus. Das lernt man bereits im Kindergarten. Und Mario antwortet darauf, er ist am Pinkeln. Okay, aber warum springst du nicht auf mich? Okay, also Mario sagt, er macht's später. Ich bin Anime? Du musst auf mich springen? Okidoki, then let me pull up my pants first. Und vielleicht werde ich auf dich springen. Vielleicht? Okay, spring jetzt auf mich, sagt er. Aber Mario sagt, er muss zuerst seine Hosen hochziehen. Okay, fine. Okay, Mario jumped on the Anime und alle lebten glücklich bis zu ihrem Lebensende. Das war das Ende. Freunde, das war Mario muss pissen. Du hast jetzt Bock, weitere kostenlose Mario-Games zu sehen? Dann empfehle ich dir an dieser Stelle dieses Video hier, denn dort habe ich einen Paper Mario Maker angespielt. Wie das aussieht, siehst du in dem Video.